Guten Abend und herzlich willkommen zur erfolgreichsten Gameshow der Welt, Ihrem Glücksrad bei Kabel 1. Und hier kommt der Mann, der vor Aufregung bis morgen bestimmt noch dreimal wach wird. Hier ist Frederik Meissner. Ich bin auch sowas von hippelig. Schönen guten Abend, herzlich willkommen. Ich freue mich auf euch drei. Und Ihnen geht's auch gut, jawohl. Schönen guten Abend möchte ich Ihnen sagen. Hier drehen Sie noch mal ein paar Runden. Hier gibt es viel zu gewinnen, liebe Zuschauer. Schöne Rätsel in der zweiten Runde, speziell ein Preis für Sie. Und jetzt brauche ich bitte noch einen Applaus für Sonja Kraus. Ich komme ja schon. Hallihallo. Grüßt euch, wünsche euch viel Glück. Sonja. Oh, ah. Hi, Freddy. Ein Tag vor Weihnachten, du siehst da schon aus wie eine Weihnachtskugel. Schön. Ja, in eine Rot. Kugel? Ja. Ich gehe dir gleich an die Gurgel. Bitte nicht. Bildlich gesprochen. Vielleicht Lametta, lang, dünn und glitzernd. Ja? Ja? Sag mal, packst du deine Weihnachtsgeschenke eigentlich selbst ein? Ja, natürlich. Keine zwei linken Hände? Ich habe zwei linke Hände, aber das mache ich schon selbst. Ja, es klappt, wird selig. Der kann uns viel erzählen, ne? Ja. Und viel, viel Glück. Schön, euch hier zu haben, einen Tag vor Weihnachten. Wir fangen unser Spiel an. Ich habe gleich in der ersten Runde ein Los der Süddeutschen Klassenlotterie. Ein Zehntel darf ich euch anbieten. Ja, liebe Zuschauer. Sie können sich noch hier loskaufen. Ein Tag vor Weihnachten. 0,130, 132, 142. Es gibt ja viele Möglichkeiten bei der SKL. Lassen Sie sich mal beraten. Viel Glück. Über Frederiks Komplimente habe ich völlig die Orientierung verloren und wüsste jetzt gern von unseren Kandidaten, wo sind wir? Brigitta, bitteschön. Fang an. Was höre ich denn von dir? Ein N wie Nordpol. N wie Nordpol. Zweimal. 1800. Brigitta. Ah, 700. Ein R wie Richard. Bitte sehr. Wo sind wir? Darum dreht sich's in der ersten Runde. Ja. Ja. Ich denke, da kann man noch mal einen Schwung absolvieren. Setzt die 200 gut ein. Dann ein L wie Ludwig. Sehr gut. 2700. Brigitta. Was hättest du jetzt gerne? Ein B wie Bertha. Nein. Kai ist erstmal an der Reihe. Junge, aufstrebende Schauspieler. Was gibt's für 200? Ich nehme ein T wie Theodor. Ja. 200. Kais. Sehr gut. Extra drehen. Das ist schon mal schön. Ja. Bin ich schon mal da. Fäll ich auf. In 200 erneut. Dann nehme ich ein G wie Georg. Ja, einmal das G. Es sind erst 400, Kais. Dann würde ich gerne einen Vokal kaufen. Jetzt schon? Und zwar ein E wie Emil. Bitte sehr. Warum denn nicht E wie Emil? Jetzt solltest du aber wieder drehen. Du hast einen Bündel von 100 D-Mark. Jetzt könntest du reicher werden. Mindestens um 450. Dann nehme ich einen Devidor. Kann ich anbieten. 550. Keins. Ich drehe da noch mal. Ja, bitte, das will ich sehen. Dann nehme ich bitte ein S wie Siegfried. Ja, das in diesem Falle fünfmal. Da hat sich das Handy mal gelohnt. Dann kaufe ich einen Vokal und zwar ein I wie Ida, bitte. Bitte sehr. Und 2500. Ich drehe da nochmal bitte. Ja. Wo sind wir? Dann nehme ich bitte ein P wie Paula. P wie Paula? Ja, du triffst damit in der Tat im Schwarze.
Ich drehe da nochmal mit der. Bitte, Kais. $250. Ein C wie Cäsar, bitte. Okay. Ich drehe da nochmal. Ja. $3.250. 200 D-Mark gibt es dazu bei der richtigen Beantwortung. 200. Ein H wie Harald. Harald, ja. Ich drehe nochmal. $3.850. Jetzt mach dir an die erste Zeile ran. Den hast du dir schon mal geholt, den Extra-Dreh. Kais. Ach so, das heißt nicht doppelt, geht nicht. Nein, das Schade. Geht nicht. Gilt jeweils nur in der Runde, in der man sich dreht. Ich bin heute vom Glück verfolgt, oder? Ja. Ich armer. Aber es soll sich ja einmal um die eigene Achse drehen, das Rad. Und wie man sieht, hast du es erneut geschafft, ein Feld sogar weiter, 200. Dann nehme ich ein M wie Martha, bitte. Das sind eigentlich die korrekten Drehs. Nein. Jetzt kommt der Extra-Dreh zum Einsatz. Ja, super. $3.850. $200. Ein W wie Wilhelm, bitte. Ja. Ja. Möchtest du vielleicht noch einen Vokal einsetzen? Ja, würde ich sagen. Ja, ja. Ich kaufe dann bitte ein A wie Anton. Ja. Und jetzt hast du immer noch 3.750. Ich kaufe noch mal einen Vokal, bitte ein ja. U wie Udo. Gut. Okay. Und ich würde dann bitte lösen. Ja? Ja. Oder willst du doch lieber nochmal? Ich dreh nochmal her. Scheiße. Oh, oh. Es kann ja sein, dass er jetzt so aufgeregt ist. Ja, ich glaube, ich mein Gott, ja, das kann ich jetzt nicht. Versuch's nochmal. Wenn das mal gut geht, welcher Konsonant kommt denn nun? Ausguss. Ausguss. Na? Das gibt so lange nicht, dass ich den Scheiß nicht, Entschuldigung. Nee. Ich kann's verstehen. Ulrike? Ja. Hallo. Ich kann es zwar nicht glauben, aber wie man sieht, $750. Ein F wie Friedrich, bitte. Ja, F wie Friedrich. Ja. Kais, wir sagen jetzt nichts mehr dazu. Was steht denn hier, bitte? Aufguss, Handtuch, Schweißperlen. Ja. Ich weiß nicht, wo der Kais gerade mit seinen Gedanken war. Aber ich habe hier noch 200 D-Mark für dich. Wo sind wir? In der Sauna. Schön. Dann hast du insgesamt 950 D-Mark, Ulrike. Mhm. Und ich darf dir schöne Preise anbieten aus dem Hauptshop. Ulrike, schön, schön. Es kam dir gerade recht, die kleine Schwäche vom Kais. Sag mal, an was hast du eigentlich gedacht? Ich war bei Ausguss, aber es war ja schon da, ich weiß schon. Mein Gott, ich bin eine Rätselniete. Weg war's durch den Ausguss hinweg. So, das war die erste Runde. Hier geht's weiter mit der zweiten. Dann versuchen wir das, diese zweite Runde zu spielen. Sonja, was hast du denn? Dies ist die Runde der wendigen Redner, denn jetzt dreht sich alles um eine Redewendung. Kais, eine neue Chance. Auf ein neues. Ich nehme ein M wie Martha, bitte. Nein. Ulrike. Redewendung. Das ist gut. Das ist hervorragend. 1000 D-Mark. Ein N wie Nordpol, bitte. Ja, zweimal. $900. Ein S wie Siegfried, bitte. $3.800. $750 nun. Ein R wie Richard, bitte. Einmal. Das R und das S für das Zuschauerspiel gibt es schon zu sehen. 200. Ein T wie Theodor, bitte.
Ja. Freu dich über mindestens 200. Ein H wie Heinrich, bitte. Dann würde ich gerne ein E kaufen. Ich höre. E wie Emil. E wie Emil. Ja, 4.850. Und du spielst um 200. In ein Moment. C wie Cäsar, bitte. Ja. Und dann kaufe ich ein I wie Ida. Bitte sehr. Was gibt's für 400 von dir? Ein F wie Friedrich. Ja. Ein B wie Bertha. Nein, so gut vorgelegt für die Brigitta. Ja. Bitte sehr. Ein L wie Ludwig. Ja, gut aufgepasst. Und das wird noch mehr. Positives Feld gibt es zu sehen, 800. Ein P wie Paula. Ja. Dann, was ist es denn? Dann möchte ich lösen, frische Luft schnappen. Ja, Brigitta, du hast noch nicht was zusammengekommen. Du gewinnst die zweite Runde. Und für unsere Zuschauer habe ich vier farbige Felder. Das R wie Richard, das I wie Ida, ich zeige es Ihnen, ja. S wie Siegfried und A wie Anton. Hier gibt es auch die SKL-Nummer, nach der Sie jetzt anrufen können. 080 528 05. Und der Zufallsgenerator entscheidet, ob Sie dann gewonnen haben. Und das können Sie nachlesen im Kabel 16 auf der Seite 488. Viel Glück. Ja, Brigitta, 1.800 immer hast du erreichen können. Ich habe schöne Preise aus dem Hotshop, bitte sehr. Mit unseren Game-Shows in neuer Länge. Geh aufs Ganze und Glücksrad. Dritte Runde. Ein Tag vor Weihnachten, liebe Zuschauer. Wer führt? Brigitta mit 1.800. Ich kann jetzt 3.000 D-Mark als Höchstbetrag anbieten und selbstverständlich ein neues Rätsel. Wir wollen mal zur Sache kommen, denn bei uns heißt jetzt 2 in 1, bestehend aus einer Sache und noch einer Sache. Ulrike, dann fang noch mal an. Das S wie Siegfried, bitte. Oh nein, Brigitta. Das N wie Nordpol. Das ist ja viermal. 1.870, der Gesamtkontostand. Willst du noch mal drehen oder gleich was kaufen? Ich kaufe gleich was. Ich kaufe ein E wie Emil. Ja, ist doch gut. Pokale einzusetzen. 2 in einem. 1.570. Das geht gut. Ja, 2.000. Dann hätte ich gern ein T wie Theodor. Schön. Dann möchte ich das A kaufen. Das geben wir dir zweimal. 3.270. Das ist dein Guthaben. Oh, gefährlich wird's. Das Rad bleibt stehen bei 1.000. Ja. Dann hätte ich gern das L wie Ludwig. Nein, Kais. Dann gucken wir, was ich besser kann. Ulrike und Brigitta haben jeweils eine Runde gewonnen. Versuch doch, die dritte Runde dir zu holen. 400. Ich nehme das B wie Bertha, bitte. Ja. 400. Kais. Ja, 300. Ich nehme dann bitte das M wie Martha. Du belohnst dich. Und ich würde dann gerne das U kaufen wie Udo. Ja. Zweimalig. Und 400 wäre der Kontostand. Ich denke, da kannst du noch mal alles riskieren. Ich
Ich kaufe dann das Devidora. Devidora? Das würde ich dann sagen. Nein. Ich bin einfach Ulrike. Mit dem D kommt man nicht weiter. Ich höre jetzt, was von Ulrike kommt. Das F wie Friedrich, bitte. Nein. Brigitta. 3270. Was hast du dir überlegt in der Zwischenzeit? Denn es geht hier um... Nein, es geht nicht um 2000, wie ich gedacht hatte. Bankrott. Kais. Was darf es denn sein? Ich nehme das H wie Heinrich. H wie Heinrich, ja. Wie viel habe ich am Kontostand? 2400 hast du. Wenn ich jetzt lösen würde, wäre ich dann Tagessieger? Da wärst du Tagessieger, super, dann ja. Löse ich bitte. Ja. Das ist das Tannenbaumsuchen. Tannenbaumsuchen? Mein lieber Gott, bin Kais. Ich wieder blöd? Was habe ich denn wieder falsch gemacht? Das gibt's ja gar nicht. Suchen nicht, ja, das, mein Gott. Oh das Gott, heitert Leute. Uns auf. Ja, wirklich. Aber es war falsch. Ulrike. Macht mir auf was den Anschein. Das Ulrike. K wie Konrad, bitte. K wie Konrad, ja. Entschuldige, dass ich lache, aber das ist amüsant jetzt in diesem Moment. Und 700. Das C wie Cäsar, bitte. Ja. Was höre ich denn von dir? Tannenbaum, Baumkuchen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Und ich suche jetzt die Ulrike. Wo ist sie denn? Ah, hier. Ulrike. Schön. 1400 D-Mark. Ich gebe uns Preise aus der Hauptstadt für dich. Kais, aber ich habe hier noch einen Walschrat für dich, ganz speziell. Den kann man sich bei Hot bestellen. Der ist übrigens auch für Ulrike und für die Brigitta. Ja? Und? Wer ist groß rausgekommen? Die Ulrike. Herzlichen Glückwunsch mit 2350 D-Mark. Ja, es geht weiter mit der Turborunde. Was hast du für ein Rätsel bereit? Die Turborunde hat die Eigenart, eine Eigenschaft zu haben. Wer startet durch? 3000 ist das Höchste bei der Ulrike. Ein N wie Nordpol, bitte. Ein L wie Ludwig. Kais. Ein S wie Siegfried. Ein T wie Theodor. Ein H wie Heinrich. Dann versuche ich zu lösen. Ja, ich höre. Köstlich. Köstlich. Nein, Kais. Ja gut, dann nehme ich ein Devidora. Devidora. Ein C wie Cäsar. Ich möchte auch versuchen zu lösen. Ja. Festlich. Das passt. Schade. Herzlichen Glückwunsch. Du gewinnst diesen schönen Preis von der Firma Rauschmeier. Und es geht auch hier gleich hurtig weiter mit dem Superspiel. 20.000 D-Mark liegen im Pott und das Geld kommt von SKL. Und diese fünf Bereiche dazu. Name, Eigenschaft, Redewendung, Sache und Natur. Brigitta, Ulrike, Kais, was nehmt ihr denn? Wir nehmen Ernst mit H. Ernst mit H. Ja. Ein Versuch wert. Bis jetzt. Ja, schön, schön, schön. Ich glaube, da gibt es ein Riesengeschrei nach 90 Sekunden. 90 Sekunden laufen ab jetzt. Viel Glück. Schlittschuhe. Schlittschuhe. Ja. Redewendung SOS. Ja. Theo, ja, oder Thea. Ja. Schneebälle. Schneebälle. Schneefalle. Falle. Schneefalle, Schnee. Lang? Lang? Achso, nee, aber. Eigenschaft lang oder Lind? Kais. Lind? Long? Lang, long, long. Lung? Land? Nee. Land? Schnee. Nee. Schnee. Gut, Natur. Schneeglocke? Nee, Glocke? Nee. Schneekoppe. Schneekoppe.
Ja, Schnee kommt mir klar. Land, Lund. Höchsteberg im Riesengebirge. Lind. Lund. Oh mein Gott, was ist das für eine Eigenschaft? Luna. Ulrike, letzten 30 Sekunden. Luna, Lanu, Line. Line. Linz. Line. Loni. Loni. Lone, Lona. Lino. Lino, Luni, Linz, Lina. Land, Lang, Lona. Nein, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Link! Das ist ja auch Link! Sollen wir eine Schweigesekunde einlegen? Schade, 20.000 D-Mark. Hätte man packen können. Ja, das hätte man wirklich packen können. Ulrike, Brigitta, heiß. Applaus trotzdem für euch. Jackpot erhöht sich auf 30.000 D-Mark. Und 250 gibt es noch für Sie. Bitteschön. Machen Sie mit beim Glücksrad, ganz bequem von zu Hause aus. Wählen Sie einfach die Kabel 1 Textseite 480 und lösen Sie das Rätsel. Mit etwas Glück können Sie 250 Mark gewinnen. Frederik und Sonja drücken Ihnen die Daumen. Wir brauchen einfach Schnaufpause und sind gleich zurück zur Bonusrunde mit der Ulrike. Bis dann. Bonusrunde, liebe Zuschauer. Ulrike bewältigt sie einzig und allein. Aber bevor wir dazu kommen, habe ich noch ein schönes Geschenk für Sie, liebe Zuschauer. Ja, Sie können hier bei uns dabei sein. Mit etwas Glück können Sie sogar ausgewählt werden. Und wir werden etwas länger. Mehrere Rätsel gibt es. Demnächst sind wir auf jeden Fall eine Stunde auf Sendung. Und das ist die Eintrittskarte zum Glück. Rufen Sie mal an unter 080 500 15 23. Ich freue mich schon drauf. Zieh dir noch den richtigen Umschlag heraus. Ulrike, für dich geht's jetzt um fiktive Gestalten. Du suchst nach einer Figur. Toi, toi, toi. Ernstl schenken wir dir. Gibst du mir bitte noch drei Buchstaben deiner Wahl? Das M wie Martha, das H wie Heinrich und das A wie Anton. Ja, Figur. Oh. Ist das dein Ernst, Sonja? Ja, liegt nicht an mir. 15 Sekunden laufen ab jetzt. Viel Glück. Smiley, Spirou, Lulu. Fix und Foxy wird's nicht. Das wird der Zyklop. Zyklop. Ulrike. Keine Chance. Nicht ärgern. Willst du wissen, was drin war? Ja. Öffne doch den Umschlag. Ja, die Reise. Ja, die Reise wäre es gewesen. Herzlichen Dank, Brigitta, Kais. Es hat mich gefreut, dass ihr hier wart bei mir. Ja. Es hing mal wieder an zwei Buchstaben im Überspiel. Mensch. Link. Ja. Jetzt gibt's noch Spannung hier bei Kabel 1 mit Mad Love. Und morgen Weihnachtsfeier hier bei uns. Ja. Sind Sie dabei? Freut uns. Tschüss. Bis morgen.